Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu diesem Bundesligaspiel. Sagen Wolf Fuß und Frank Buschmann, die auch diese Partie für Sie kommentieren werden. Und in der heutigen Partie heißt es HSV gegen Borussia Dortmund. Zwei enorm talentierte Spieler, die wir hier auf beiden Seiten erleben. Und es sind beides Leute, Wolf, die hier in diesem Spiel entscheidend sein können. Die können den Unterschied ausmachen. Und so sieht die Startformation des Hamburger SV heute aus. Sie agieren heute ziemlich offensiv, würde ich sagen. Auch wenn sie nominell nur eine Spitze aufbieten, da kommt einiges aus dem Mittelfeld nach. Und so tritt der BVB heute also an. Rund um den Volkspark, wo der Hamburger SV seine Heimspiele austrägt, ist eine schöne Tradition zu beobachten. Ganz klar, du meinst Lotto King Karl. Vor jedem Heimspiel stimmt er live von einem Kran aus Hamburg meine Perle an. Da bekommt nicht nur der HSV-Fan Gänsehaut. Die Saison 2014-2015 für den HSV lief sie alles andere als gut, Buschi. In einem Wort, chaotisch. So viel sich die Hanseaten vorgenommen hatten, so wenig konnten sie am Ende umsetzen. Enttäuschend, natürlich, vor allem für die Fans. Aaron Hunt. Und da verlieren sie den Ball. Nun Götze. Der BVB hier mit dem nächsten Angriff. Schuss! Tolle Aktion vom Torwart. Ecke kommt von Götze. Sokratis! Da passt der Torhüter auf. Er steht gut und hat den Ball. Mario Götze jetzt. Und der BVB auf dem Weg nach vorne. Adrian Ramos. Und er schießt. Gute Aktion vom Torhüter. Den Eckball bringt Mario Götze rein. Das macht er stark. Er hat kein Problem bei diesem Eckball. Da ist er aufmerksam und hat den Ball. Klasse. Vielleicht gibt das was. Aubameyang. Super Einsatz. Da kann er ihn stoppen. Gut gemacht. Den Ball holt er sich. Götze. Wäre gefährlich geworden, aber gut aufgepasst. Klasse gespielt. Die Chance zur Führung. Hier hat er einfach nicht genau genug gezielt. Da fehlt einfach die Konzentration. Schmelzer. Schürrle jetzt. Und wieder die Dortmunder in der Offensive. Der Ball kommt gut. Ball kommt in den Strafraum, aber der Verteidiger löst das ganz souverän. Schmelzer. Sehr gut reingespielt. Verteidiger hat aufgepasst. Die Flanke war gar nicht so schlecht. Lasogga. Das war einfach. Und er hat den Ball.
Aaron Hunt. Jetzt vielleicht der BVB. Weigel. Götze am Ball. Den Ball spielt er gleich wieder zurück. Götze! Und da hat nun wirklich nicht viel gefehlt. Das war er fast, aber eben nur fast der Führungstreffer. Ich würde sagen, ausbaufähig die Leistung des BVB bis hierhin. Noch warten wir auf das erste Tor. Chance zur Führung. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Keine gute Flanke. Einfach zu halten. Da verlängert er den Ball. Das könnte eine Gelegenheit werden. Gut verteidigt hier. Jetzt Aubameyang. Sehr gut aufgepasst. Nikolai Müller. Schmelzer. Ganz einfach an den Ball gekommen. Aaron Hunt. Keine schlechte Chance, aber vorbei. Ach, da war vielleicht sogar mehr drin. Die Nachspielzeit wird angezeigt. 3 Minuten gibt's. Weigel. Der BVB hier mit dem nächsten Angriff. Jetzt ist der Ball dort auf weg. Gut aufgepasst und verteidigt. Keine Tore zur Pause für beide Teams, vor allem offensiv. Sicher noch Luft nach oben. Mario Götze, Puschi? Also er kann sicher mehr. Bisher spielt er keine große Rolle. Damit läuft die zweite Hälfte. Borussia Dortmund mit dem Anstoß. Aubameyang. Jetzt wird's gefährlich. Aubameyang. Sie bekommen den Einwurf. Nun Schürrle. Jetzt die Flanke. Das wird jetzt Abschluss geben. Vielleicht gibt das was. Aubameyang. Fairer Einsatz hier. Nikolai Müller. Jetzt Götze. Einwurf, der Ball war draußen. Nun Schürrle. Götze hier mit Vorwärtsdrang. Und die Möglichkeit. Jetzt gibt's Eckball für den BVB. Schürrle. Adrian Ramos. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Sakai. Nikolai Müller. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Und jetzt gibt's Einwurf für Dortmund. Es gibt die Auswechslung beim Hamburger SV. Und nun Götze.
Und jetzt haben sie den Ball. Nikolai Müller. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Gutes Tackling. Jetzt ist der Angriff dort gestoppt, der Gegner hat den Ball. Jung. Jetzt müssen sie aufpassen. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Tolle Flanke. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Aaron Hunt. Kostic. Da verlieren sie den Ball. Schauen wir uns mal an, was die Ballbesitzstatistik sagt. Wolf, ehrlich gesagt nicht viel. Das ist sehr ausgeglichen. Und er gewinnt den Zweikampf. Das könnte gefährlich werden. Bobby Wood. Dembélé. Der BVB weiterhin bemüht, hier in Führung zu gehen, aber es klappt bisher noch nicht. Im Moment. Und jetzt ein Schuss. Da passt er klasse auf. Und mit der Parade hält er sein Team im Spiel. Es steht weiterhin unentschieden. Der Ball kommt rein, aber der Torhüter kann ihn abwehren. Nikolai Müller. Der Angriff könnte was werden. Bobby Wood. Den hält er super. Ball draußen, gibt Ecke für Hamburg. Partie ist unterbrochen, es gibt Einwurf. Diekmeier. Mitspieler frei, jetzt kann der Pass kommen. Den Ball faustet er weg, guter Einsatz. Das war eine wichtige Parade, wäre sonst der Rückstand gewesen. Jetzt wird's gefährlich. Aubameyang. Ball schon wieder weg. Gut gemacht. Der Schiedsrichter beendet die zweite Hälfte. Wir haben keinen Sieger.